Zum Thema Ladeluftkühler. Ist größer gleich immer besser? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Wir haben natürlich schon erwähnt, worauf man bei Ladeluftkühler achten muss. Das heißt, gibt Bar und Plate, Fin and Tube und so weiter, also die Netzarten. Wassergekühlt, luftgekühlt. Aber was ist denn jetzt eigentlich das Beste für meinen Motor? Zuallererst würde man denken, so viel Platz wie ich habe, das Maximum muss ich ausnutzen. Das ist auch richtig. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Logisch, wenn ich so viel Platz habe und habe nur so einen Ladeluftkühler verbaut, verschenke ich Performance. Aber die Größe muss auch angeströmt werden. Ein schönes Beispiel ist, beim Corrado habt ihr das Problem, ihr habt eine geschlossene Frontstoßstange, ihr habt unten einen ganz kleinen Schlitz, wo ein bisschen Fahrtwind reinkommt und ganz oben nur den Kühlergrill. Der Rest ist zu. Das heißt, wenn ihr da jetzt so ein 450x300er und 76er Netz reinklatscht, dann wird davon die Hälfte überhaupt nicht gekühlt. Da macht es mehr Sinn, bevor man jetzt an der Stoßstange rumbohrt und da irgendwelche Netze, also irgendwie versucht, da Öffnung zu schaffen, wäre es sinnvoller, vielleicht zu schauen, gibt es ein Netz in der Größe, die optimal angeströmt wird. Denn das ist das, was die Ladeluftkühlerhersteller auch immer versuchen. Wenn sie größere Ladeluftkühler für Serienmodelle anbieten, dann muss auch die Anströmung gewährleistet werden, weil es bringt sonst nichts mehr. Mache ich ihn unnötig größer, wird der Bereich aber nicht gekühlt, bringt es gar nichts. Vielleicht habe ich sogar einen gewissen Leistungsverlust oder einen gewissen Gegendruck eben. Ihr habt immer einen gewissen Ladedruckabfall von hier nach hier. Der ist sehr, sehr gering, ja, oder sollte so gering sein wie möglich. Aber umso größer natürlich das Volumen ist, naja, umso mehr habe ich auch ein träges Ansprechverhalten beim Ladedruckaufbau, weil natürlich dieser riesen Ladeluftkühler erstmal gefüllt werden muss. Und je nachdem, was für Netztyp ich habe und wie effizient der aufgebaut ist, habe ich auch ein gewisses Gegendruckverhalten. Deswegen achtet darauf, wie viel Platz habt ihr zur Verfügung, der optimal angeströmt wird. Und dann könnt ihr schauen, okay, es gibt Netze von Boost Products, von Garrett, von Treadstone, von Zetrap, die sich natürlich auch unterscheiden in ihrem Aufbauen und in den Größen. Ich kann euch erfahrungsgemäß sagen, werdet ihr auch an den Preisen sehen, so ein Garrett und Zetrap Netz haben natürlich nochmal so dieses i-Tüpfelchen an Effizienz und natürlich auch an PS. Das heißt, ihr habt damit jetzt nicht 100 PS mehr, aber sie funktionieren eben ein klein wenig besser und dafür kosten sie aber wesentlich mehr. Und da kann man dann auch ein bisschen Abstriche machen in der Größe. Ist jetzt das Zetrap Hochleistungsnetz für einen Ladeluftkühler luftgekühlt? Nur, ich sag mal, anstatt 300 hoch, 250 nur hoch, reicht aus, weil das Netz ist trotzdem hocheffizient. Und vielleicht kann ich diesen Platz, den ich dann auch noch zusätzlich zur Verfügung habe, ja, für einen Ölkühler nutzen. Kommen wir zu wassergekühlten Ladeluftkühlern. Da kann der so groß sein, wie es nur geht. Man sollte nur darauf achten, dass man ihn nicht an einem Platz verbaut, wo er sich unnötig aufhitzt. Ja, also zum Beispiel nicht in Krümmernähe, ja, oder in Turbolader-Hosenrohrnähe, weil dann würde die Hitze zusätzlich das Netz oder sozusagen das System, wo der Wasserladeluftkühler drin verbaut ist, zusätzlich erhitzen. Was ihr bedenken müsst beim wassergekühlten Ladeluftkühler, was brauche ich denn noch? Ein extra Wasserkühler, der den wassergekühlten Ladeluftkühler runterkühlt. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde nicht über den Motorwasserkühler gehen. Das heißt, ich brauche definitiv mehr Platz, weil ich brauche noch einen Wasserkühler für den wassergekühlten Ladeluftkühler und eine Pumpe und ein Leitungssystem und natürlich auch einen zweiten Ausgleichsbehälter, weil ich muss es ja gegebenenfalls entlüften. Ich kann es natürlich auch integrieren in mein vorhandenes System, ist dann aber meiner Meinung nach nicht so effizient. Natürlich könnt ihr jede Art von Wasserkühler verbauen, aber auch Thema Effizienz. Besser wäre natürlich in dem Performance-Bereich zu gucken, was gibt es da. Auf jeden Fall haben wir Netze mit im Shop gelistet. Da könnt ihr euch auch von uns nochmal speziell beraten lassen, weil so ein Performance-Wasserkühlernetz funktioniert natürlich auch nochmal wesentlich besser als so ein 0815 30 Euro Golf 3 Wasserkühlernetz. Da müsst ihr eben auch drauf achten. Die meisten originalen Wasserkühler haben auch Plastikkästen, die irgendwann mal reißen oder undicht werden. Schöner ist da so eine geschweißte Aluminium-Variante.
haben wir auch von Mishimoto einige drin. Könnt ihr einfach mal schauen, vielleicht findet ihr was, was die Maße erfüllt. Also Fazit, groß ist wichtig und auch gut, aber nur solange es auch angeströmt wird oder durchkühlt wird, bei wassergekühlten Ladeluftkühlern. Deswegen, wenn ihr euer Projekt habt oder euer Serienfahrzeug, schaut euch genau an, wie viel Platz habt ihr, wo wird die Luft angeströmt, was ist das optimale Netz und was ist mein Leistungswunsch. Dann geht ihr bei uns in den Shop und dann könnt ihr euch entweder Universalnetze mit Eigenbaukästen wie auch immer zusammenstellen oder ihr findet vielleicht sogar einen fertigen Ladeluftkühler, der genau für euch passt. Ihr findet bei uns im Shop verschiedene Ladeluftkühler von verschiedenen Herstellern, wo wir eigentlich immer die Leistungsangabe, also die maximale Leistungsangabe, wofür dieser Ladeluftkühler geeignet ist, hinterlegt haben. Wenn ihr dazu trotzdem noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail dem Technik-Support oder ruft an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, macht doch einfach hier diesen Daumen hoch. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Button, aktiviert diese kleine Glocke, weil dann werdet ihr immer rechtzeitig über unsere neuesten Videos informiert. Also bis zum nächsten Video. Ciao.